Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Und ich mache jetzt mal was, was, naja, der ein oder andere vielleicht nicht versteht. Und ich finde, das habe ich auch gerade schon in der Folgenpause gesagt, ich finde das jetzt auch nicht so geil, dass das Spiel einen so ein bisschen dazu zwingt. Oder, ja, zwingt ist jetzt auch ein bisschen verkehrt, ne? Aber es gibt einem manchmal Aufgaben auf, wo man dann, damit die sinnvoll machbar sind, halt einfach auch mal die Athener, naja, unterstützen muss. Und das als Spartiat. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so gut. Also ich will es zumindest mal ausprobieren, weil ja da steht, ja, das ist schwerer. So ein Gebiet einzunehmen, als es zu verteidigen. Verteidigen haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Würde ich es aber gerne mal versuchen, zumindest einzunehmen. Einfach mal gucken, wie das so ist. Es kann fürchterlich in die Hose gehen. Oder halt nicht. Schauen wir mal. So, haben wir genug Pfeile da? Haben wir das? Geht da? Da noch was? Da geht noch was. Ja. Und denn hier? Oh ja, ich muss die Ostrakon-Rätsel mal machen. Aber da habe ich euch schon gehört. Da habt ihr gesagt, nee, ach, das ist jetzt nicht so geil. Ist okay, dann mache ich die alleine. Aber jetzt versuchen wir einfach mal für die Athener mit den Athenern die Sachen einzunehmen. Wir schauen einfach mal. Ah, die mächtige Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Möchtest du dich uns anschließen und helfen, die Front der dreckigen Spartaner zurückzutreiben? Mein Speer gehört euch. Er wird uns sehr nützlich sein. Und nun auf zum Sieg! Also, ne? Zwei Sachen. Wie gesagt, ich würde gern gucken, wie das hier so ist. Und das zweite ist einfach, wenn das dann Athen ist. Und wir das eingenommen haben mit Athen. Dann. Dann würde ich halt einfach gerne gucken, dass ich diese eine Festung noch einnehme. Und dann kann ich ja. Kann ich da ja wieder so einen Schatz einnehmen. Also so einen Staatsschatz von den Athenern einnehmen. Und da habe ich noch eine Quest offen. Sehe gerade. Vorne. Warum kämpfe ich jetzt gegen den Athener? Macht doch gar keinen Sinn. Ich muss doch eigentlich gegen Spartaner kämpfen. Ah.
das hat jetzt, also das hat mir jetzt wirklich keinen Sinn ergeben. Na, jetzt ist aber mal gut hier. Das kriegen wir doch hin. Ach, da ist er. Ich krieg hier die übelsten Sachen. Elf Obsidian-Glas, das ist doch nix. Ich bin ein wenig enttäuscht. Bin ich ehrlich. Eisenbrocken. Na, weiß ich auch nicht. Ob es das jetzt wert gewesen ist. Da muss ich noch mal gucken, was das eigentlich so bringt, wenn man es dann doch verteidigt. Mal gucken. Ich weiß schon, dass wir aus Sparta stammen. Keine Sorge, das weiß ich schon. Mal ist sie komplett rot, man dann wieder komplett blau markiert. Du hältst zu niemandem. Ja, das habe ich gerade auch nicht verstanden, warum der eine jetzt eine blaue Rüstung hatte, aber... Naja! Alles gefixt, gar kein Problem. It's not a bug, it's a feature, definitiv.
So, okay, haben wir jetzt wirklich alles? Naja, und wenn nicht, dann ist auch egal. Also ich hätte mir wirklich mehr erhofft als 11 Stück. Gefühlt war das jetzt aber auch nicht krasser als irgendwie das andere Mal. Naja, egal. So, auf zur Festung. Immerhin ist das jetzt hier Athenergebiet, dann kann ich halt auch Athener Staatsschätze klauen. Das ist eigentlich alles, was ich wollte. Dann kann ich die Quest endlich zu Ende machen. Ja, manchmal sind es die kleinen Sachen, ne? Oh nein, ich hatte den Schmerz ein Ende. Au! Aua! Wie ist denn das hier? Ist das hier... Bei Tieren ist da Feuer besonders effektiv? Ist es nicht. Aber auch das kann man ja alles einfach mal ausprobieren, ne? Wildschweine an. Ich glaube, mein Wildschwein pfeift. So. Auf geht's. Wieder eine große Festung, ne? Hat wieder Spaß. Ey, wer mich angreift, wird umgebracht. So einfach ist das. Also, da ist mir wirklich die Rüstungsfarbe komplett egal. Ey, jetzt ohne Mist. Wer es auf mich abgesehen hat... Der kommt, der kann Hades begrüßen. Da wird gar nicht lang gefackelt. Auffällig willst du sein. Cassandra so. Ja. Einfach rausgehen. Ist das zu viel verlangt? Alter, weil die so doof ist und eine Treppe, eine Leiter hochgeht, obwohl sie das nicht soll. Meine Güte. Jetzt wird gleich wieder Leuchtfeuer angezündet. Mann, du sollst einfach mal nur laufen. Wenn ich das will, dass du hochläufst, dann sag ich dir Bescheid. 10 Drachmen.
Anfänger! Du! Okay, kann ich jetzt wieder, ja? Kann ich jetzt wieder normal hantieren, ja? Nein, kann ich anscheinend nicht. Auch immer drauf, dass es für euch Fanservice gibt, ja? Guckt immer drauf, dass wir schön die Höschen zeigen von den Jungs hier. Genau das wollte ich. Ich wollte nicht unbedingt das hier rausräumen oder sowas. Nein. So, ganz ruhig, Thomas. Ganz ruhig. Kann ich hier kein F drücken? Willst du mich verarschen? Ich stehe hinter dem und ich darf kein F drücken? Willst du mich? Also, was ist denn jetzt hier los? Ich meine, wenn ich zu blöd bin, dann gebe ich das ja zu, aber. Also, Leute. Mensch, das wird ja wieder eine ganz entspannte Richtung hier. Ah, wieder nur zwei Kopfgeldjäger hinter mir her, ja? Geht ja noch. Ah, geht's. Alles andere ist ja auch langweilig, ne? So, mal sehen, ob ich den jetzt hier... Darf ich den jetzt hier von hinten mal? War es auch mal so, dass man Leitern nur hochgeklettert ist, wenn man gesagt hat, kletter mal. Aber mittlerweile macht man es anscheinend einfach so. Auch toll. Ah, das wird alles gut. Ja.
wir haben einfach wieder eine Runde Spaß, ne? Ich meine, so schleichen und so, das kann ja jeder. Was? Jetzt wissen wir es. Cassandra ist eine Modekritikerin, die Unterwäsche kontrolliert. Das ist doch das Tolle am Leuchtfeuer. Aha. Ja. Ey, du sollst nicht hochfahren! Ich wäre aggressiv bei der mittlerweile. Das war schon immer bei Origins so echt kacke. Also so richtig kacke. Das ist jetzt noch schlimmer geworden. Ich dachte, das geht gar nicht noch schlimmer. Ich dachte echt, das geht nicht noch schlimmer, aber ich laufe einfach nur und die läuft die Leiter hoch. Nee, du sollst da dran vorbei. Nicht hoch. Einfach vorbei. Das ist wirklich kein schweres Konzept. Einfach mal nicht die Leiter hoch. Min. Kämpfen die sich wieder gegenseitig oder was? Ich verstehe die Leute manchmal nicht. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal wieder ein paar ruhigere Bahnen zu bringen. Ja. Ja, gut. Okay, fokussieren. Mich mal nicht sehen. Gut. Wenn sie mal macht, was ich sage, dann geht's eigentlich. Und damit meine ich jetzt nicht, weil sie eine Frau ist. Ja? Die ganzen misogynen Leute hier. Und Frauenhasser können ja gleich weggehen, ne? Ich muss alles sagen, Alter. Ah!
das? Ups. Nice. Warum hatte die jetzt so ein besonderes? Also generell so ein... Verstehe ich jetzt noch nicht. Aber okay, das kriegen wir raus. Okay, habe ich hier noch was? Kriegsvorräte. Ach, da oben. Alles klar. Und Schatzplünderung. Das heißt, hier gibt es gar keinen. Gibt es gar keinen Schatz? Keine Staatskasse? Hallo! Ich habe den Krieg extra dort unten nur deswegen so geführt. Ja, ist aus. Ist doch schlimm. Soll einfach, wenn ich sage Lauf, sollte laufen und nicht klettern. Wenn ich klettern will, sage ich ihr das schon. Und dann, wenn ich ihr manchmal sage, kletter mal bitte, sagt sie so, oh, klettern, oh. Muss das sein? Klettern ist doof. Da. Wie geht... Wie? Manchmal schafft es nicht, über 2 mm Absatz zu gehen. Aber so eine akrobatische Leistung kriegt sie hin. Oder hört er? Ja, ja, gut. So, der Löwe hat sich jetzt hier drüben einfach hingesetzt, ja? Oh, an die Leiche von Frauchen. Ist das ein Löwe oder ist das einfach nur ein Wolf? Ne, das ist ein Löwe. Oh. Ja. Jetzt ging's doch hier... Ging's doch hier irgendwo noch runter. Ich muss erst mal wieder Chat gucken hier, die macht schon wieder, Quatsch. Mhm. Naja. Leute hier, ich sag's euch. Müsst ihr echt aufpassen. So. Wir haben erst 29 Minuten, aber noch Zeit. So. Jetzt wollte ich einfach, dass er mal runterspringt, ne? Hat sie nicht gemacht. Eisenbrocken. Hm. Nice. Nice. Hm.
Geh hoch. Du kannst dich aber reinken. Ah, okay. Gehen wir da noch hin. Ja, gut. Haben wir das auch geschafft. Das war ja einfach. Rein, raus. Fertig. Überall so ein Pseudo-Alpha-Mail. Das Ding ist hier schon wieder an der Wand. Ich krieg ja noch die Macke. Mensch. Ah. Es brennt tatsächlich was. Na gut. Okay. Boah, dann hauen wir das ja. Ich kümmere mich dann einfach hier noch schnell um den, um diesen Philokles. Also ich glaube, ich kümmere mich noch um den. Mal gucken. So, auf jeden Fall haben wir hier erstmal wieder ein bisschen schön Schaden angerichtet. Das ist gut. Wo haben das dann sonst? Wo haben wir sonst hier die... Ihr das noch auf dem Schirm? Wir haben doch irgendwo diesen Staatsschatz geplündert. Wo war denn das dann? Bin ich jetzt nicht raus, ne? So, auf die Schnelle. Naja, gut. Okay, ja, wir gucken einfach mal, was wir jetzt hier machen mit dem. Vielleicht gehen wir den wirklich nochmal kurz dann wegknöten. Und dann machen wir, glaube ich, als nächstes hier die Insel. Die sah schon immer die ganze Zeit interessant aus. Da gucken wir doch mal genauer hin. Na? Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. Cheerio. Ciao.